Hallo und willkommen zurück zu unserer Let's Play WoW Folge 28. So, wir gucken mal jetzt an die Küste und fangen dann ein bisschen an zu testen, bis wir Stufe 30 sind, damit wir endlich einen Schlingel unterhalten können. Und ich glaube, die Quest ist im Keller. Oder? Ja. Sind wir ja gepackt mit tollen Waffen. Gut. Auch nicht im Keller. Braucht ihr Hilfe? Was? Danke. Sei schön. Ach, gut, aha, wir haben ja schon vier hier. Und das besser gleich auch töten können. Grüße. Die Spalte. Ball. Schlanke. Gut. Das können wir wahrscheinlich mal verkaufen. Das kann weg. Auch in dem Sinne. Auktions, das wollte ich gerade eBay sagen. So. Ja, wir haben. Okay, zwei Quests haben wir. Den Rest habe ich schon gelöscht. Grüße. Siehe den Ehrenfreund. Nein, doch nicht. Aber jetzt sind wir alle gleich auf dem Bord, wenn wir hallo. Auf dann. Raus. Seid gegrüßt. Hier kann man auch den Flug annehmen, wenn man später zu Karte will. Seid gegrüßt. Lebt wohl. Das Licht segne euch. Ja, Reagenzien. Zum Glück brauchen wir als Jäger. Ich glaube gar keine Reagenzien. Will ich mich nicht. Ich meine aber nicht. Und als Maus ist viele Schuss Reagenzien. Mit dem Schurken brauchst du die Dinger zum Wichtigieren. Kochen. Braucht ihr Hilfe? Disteltee muss ich für den Schurken haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt. Den Disteltee so. Wirklich. Damals habe ich ihn auch benutzt, allerdings wurde das dann geändert. Mit. Boah, ich meine, wir waren in Zulaman, da konnte man nämlich nachher dann nur noch einmal. nur noch einen Trank im Kampf benutzen. Noch ist das nicht so, dass du alle 2 Minuten im Kampf einen Trank benutzen kannst, Beweglichkeitstrank oder Schnelligkeitstrank, Tempowertungstrank, alle 2 Minuten, das kannst du noch, und Helden tun, alle 5 Minuten, oder 10 Minuten, ich glaube alle 5 Minuten. Mata hat auch nicht so wirklich den. Man hat auch nicht so wirklich so lange Nachwirkzeit. Ich spreche die Debuffs. Hätten wir jetzt das Giftbeutel gedöhnt, könnten wir uns den Vergiftungslevel wegmachen. Ich glaube, das ist recht spät am Ende, wenn man das bekommt. Ein Pestschwingabstieg oder so bekommen wir das. Auf jeden Fall die meine 60er Instanz ist das aber. Da wo man vorher rein muss, bevor man in den Raid kommt. Ja, die Spinnen lassen uns nie allein. Danach müssen wir dann auch Spinnen töten. Für Netterstofftaschen oder verzauberte Netterstofftaschen, damit wir den verzauberten Netterstoff machen können, damit wir die Taschen machen können. Für die Seide. Natürlich für die Spinnenseide. Und ich habe meinem Team hier was beigebracht.
Ein paar mehr Widerstände. Und etwas mehr Leben. Skelettfinger, obwohl der Skelett 8 Finger hat, kriegen wir nur 1 Skelettfinger. Das war schon immer leider so. Das ist genau wie mit Zähnen. Oder Ohren. Ich glaube, wir haben letztens schon mal darüber gesprochen. Gucken. Sehr schön. Toll. Na ja, gut. Epics drin sind. Gold. Teile. Naja. Ich weiß nicht, wie viele haben. Mana. Was ist denn? Okay, keine Ahnung. Was sein kann, ist es. Stufe 6, bester Freund. Aha. Das ist doch cool. Aber warum der so beim Kämpfen oder so? Drin? Auch lustig. Okay. Ich hätte doch vorher trinken sollen. Gut. So. Funktioniert auch so. So kriegen wir den auch platt. Leckeres Essen braucht es nicht, nur der Schrank kriegt auch noch was. Was ich cool fände, wenn die etwas größer werden würden. Aber das machen sie nicht. Das einzige Mal, wenn sie größer werden, ist. Ich kann nachgucken. Wildes Herz. Ja, Zorn des Wildes. Ja, nicht eins von beiden. Dann werden die nämlich etwas größer und werden rot. Sieht ganz cool aus. Und man kann, glaube ich, noch nicht den Dinosaurier zählen. Diesen T-Rex. Den besonderen Tiere. Das kam auch erst später. Diese extra 5 Skillpunkte oder so waren das. Um besondere Tiere zu zähmen, das geht noch gar nicht. Und da es auch noch keinen Inschriftenkundler gibt, gibt es auch noch nicht die, die Fähigkeit, seine Tiere umzubenennen. Das kam ja auch erst dann mit dem Inschriftenkundler, dass man sagen konnte, war ich jetzt nicht mehr Dien, sondern Himbeer. Oder Bärbel. Allerdings finde ich die Idee gar nicht mal so übel, dass die Tiere nach und nach einem quasi, ich sag mal, ins Herz wachsen. Das haben sie ja weggenommen, obwohl ich das recht schade finde. Im Prinzip stimmt das ja. Jeder der Tiere hat, wird das kennen. Nach und nach werden die immer zutraulicher, je nachdem wie lange man die hat oder seit wann man die hat. Na, wenn ich so an eine Katze denke. Die wurden auch mal zutraulicher. Ich habe die zwar seit Gigi, sprich seit 8 Wochen oder 10 Wochen. Mittlerweile sind die 2 und 3. Sind auch einmal ins Herz gewachsen. Das, wenn man einfach erzählt und erzählt und erzählt und nicht wirklich aufs Spiel achtet.
Mal wieder ist mein Beutel voll. Und schon extra größere Taschen geholt hat. Ich wollte erst sagen große, aber sind ja keine großen Taschen. Ich wollte sagen, oh, eine 10er-Tasche. So. So, Verschwendung, aber gut. Was soll's. Hätte ich eh verkauft. So, Skelettfinger haben wir eigentlich zusammen. Müssen wir noch, ich glaube, die töten. Ja, ja. Das ist genau natürlich. Und nachher müssen wir, glaube ich, auch hier in die Kathedrale. Kathedrale ist zu viel gesagt, oder? Ne? Genau, dann gucken wir mal, da war irgendwas drin für uns. Ja, wer? Ah, ja, eine Truhe. Was ist denn drin? Ich dachte eigentlich an andere Sachen, na gut. Da war 14. Großer Heiltrank. Das könnten wir den Vektoren schnell reinholen, glaube ich. Das ist gut für uns. Ah, eigentlich haben wir eine coole Sache. Na, das ist doof. Ja. Ja. Coole Sachen rausgenommen. Sogar eine. Ach so, das ist auch da. Ja, cool. Das freut mich. Oh, ein Zombie. Nein, das war nicht der Plan. Ach, jetzt macht er das auch. Wenn mich jemand angreift, ist der den dann angreift. Und welches Ziel? Mein Ziel läuft an, das finde ich toll. Grabmoos. So. Theoretisch einen Rückweg machen, weil meistens ist es ja so, dass man dann erst alle macht, dann sich trotzdem zurückkämpfen muss und den ganzen Triebweg machen muss. Ich weiß gar nicht, wie es hier ist. Wenn der Jäger einen in den Rücken schießt, macht man mehr Schaden oder ist das egal? Ich glaube ja fast, beim Jäger ist es egal. Ich weiß, bei den Milis ist es nicht egal. Weil wenn man davor steht, macht man theoretisch mehr Trefferwertung oder Paria. Nee, Trefferwertung. Weil wenn du vor einem Gegner stehst, also wenn der dich quasi anguckt, hat der die Chance, oder ist die Chance erhöht, dass er parieren kann und du weniger Schaden machst. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist in Drenor. Aber es ist eh nie so toll, sich vor den Boss zu stellen, weil wenn die cleaven, ist ja mit dran. Ne, treffen dann ja mehrere Gegner. Oder mehrere Freunde quasi. Hm. Wer den nicht gesehen hat, ich habe ihn auch nicht gesehen, der stand wohl im Gebüsch. Der Schlingel. Spannerskelett. Mitnehmen. Oder auch nicht. Na, ah, das ist es.
wollte gerade sagen, unser erster Ring, aber nein, das ist nicht während unser erster Ring. Lassen wir das weg. Den hatte ich schon mal gefunden in dem Grab. Kann man nämlich auch gut im Auktionshaus verkaufen, weil. Wie viel war das drauf? 12 Ausweichwerfen ist gar nicht mal so schlecht für Tanks. Ich weiß gar nicht, ob das Krieger auch brauchen. Oder eher, also Bärchen, ob die das brauchen. Oder eher Krieger Ausweichwerfen. Beide? Ich glaube eher Bärchen. So, die haben wir auch fertig. Ich glaube, die da können wir lassen, weil da müssen wir einen Kofferraum oder so von einem Ingenieur besorgen, wenn ich mich nicht irre. Oder ein Bronzerohr? Bronzerohr. Genau. Aber da ist wahrscheinlich eh eher nur im Auktionshaus Bronzerohre gibt. Denke ich einfach mal. Lassen wir das. So, wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar Level Up noch. Mal schauen. Kann ich euch helfen? Nerven. Verkaufen. Ganz wichtig. Aber ja, so große Bäcker. Schnell verkaufen. Das Licht sei mit euch. Nein. Kann weg. Halten wir das brauchen. Schnell das Quest. Halten wir auch. Dann gehen wir noch Post verschicken. Seid vorsichtig. So. Ich bin ein Zaubermädchen. Das behalten wir erstmal. Oh, dann können wir gleich neue Pfeile kaufen. Ja, was man nicht alles so sieht. So. Ja. Oh ja, das ist eigentlich auch ein doofer Fehler. Weil, wenn die irgendwo draufstehen, manchmal kann sie nicht kommen, dass die dann verstecken und sagen, nö, bleib mal hier, kämpf du mal alleine. Wie steht man da? Wir haben jetzt Pfeile für keinen Verkaufspreis. Schön, Item Level 30. Ne, momentan gibt es da nichts Besseres. Gut. So, ich habe jetzt 1545 Pfeile. Müsste ja erstmal reichen. Ja, sieht gut aus. Die Orgen in den Wäldern. Wohl die Orgen in den Wäldern. Ja, guck mal. Ja, für die eine müssen wir noch andere Spinnen töten. Kriegen wir hier noch ein paar Hunde zusammen. Das ist mal so Wolfsfleisch. Ich muss ja die Wagen. Aber ich irgendwie jetzt nicht. Die sind noch recht groß. Weil Durchblick was schaffen hier. Wie kann man in einem Ledern? So, das haben wir. Okay. Also hier kann man die noch nicht erzählen.
Schade, obwohl das stelle ich mir wirklich cool vor. Hier würde ich mal direkt zähmen. Aber oh, die kann man ledern. Das wusste ich nicht. Schlecht. Okay, das war anders geplant. Hier sieht ihr meine tolle Feuerfalle. Im nächsten oder übernächsten Level gibt es die Frostfalle. Die sehr gut ist, weil damit kann man dann auch CC'en. Es war nicht so gut wie heute. Also wie in Drenor, sage ich mal. Weil man kann die nicht vor die Gegner schießen. Man muss die in Reichweite legen und dann mit einem Schuss, der keinen Dot hinterlässt, anschießen, damit die zu einem kommen. So, so viel dazu. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es heißt Let's Play WoW. Auf Wiedersehen.